Das heißt also, für jemanden, der einen Verbrenner fährt, ist es ein Minusgeschäft. Für jemanden, der ein E-Mobil fährt, ist es im besten Fall linke Tasche, rechte Tasche. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das natürlich bereits. Ja, auch wir von der Interessengemeinschaft haben mit Spannung den letzten Autogipfel der Bundesregierung verfolgt. Ich versuche ihn mal hier einzublenden. Und naja, was dabei herauskam, war nun nicht wirklich einfallsreich. Denn die Kaufprämie einerseits zu erhöhen, klingt natürlich toll, bringt aber den Nachteil für jene, die heute schon ein Elektroauto besitzen. Denn das sind ja die Vorreiter gewesen. Ja, das sind jene, die es mitfinanziert haben, dass das Elektrofahrzeug immer mehr in Masse gebaut werden kann. Und diese haben nun weniger Prämie bekommen, als die, die jetzt zugreifen. Auf der einen Seite führt das dazu, dass vielleicht viele ihr altes Elektrofahrzeug verkaufen und sich ein neues kaufen, weil aktuell sind andere Batteriekapazitäten, andere Funktionen oder schönere Modelle auf dem Markt. Ob das so nachhaltig ist, ob das so zielführend ist, das sei mal dahingestellt. Natürlich, auf der einen Seite wächst so das Angebot auf den Gebrauchtwagenmarkt. Auf der anderen Seite sieht es aber so aus, dass eine Kaufprämie immer dazu führt, dass ein Preis am Markt auf einem gewissen Niveau stabil bleibt. Das ist natürlich positiv für jene, die ein Gebrauchtfahrzeug verkaufen wollen. Oder auch für jene, die allgemein ein neues Fahrzeug verkaufen wollen. Ja? Aber um wirklich eine flächendeckende Verbreitung hinzubekommen, ist eine Kaufprämie eigentlich jetzt nicht so zielführend, da sie, wie gesagt, dazu führt, dass der preisliche Druck entspannt wird. Denn der Verkäufer kann ja immer argumentieren, hey, du kriegst ja hier noch die Prämie und dies und das und jenes und hier Rabatt und da Rabatt. Und so bleibt der Grundpreis immer oben. Und medial kann das immer noch negativ ausgelegt werden. Wie kann man denn dann die Elektromobilität fördern, wenn nicht durch eine Kaufprämie? Nun ja, wir haben uns überlegt, wäre es nicht sinnvoller, anstatt einer Kaufprämie den Ladestrom zu subventionieren? Subventionieren ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ähnlich wie bei dem Dieselkraftstoff. Beim Dieselkraftstoff hat man irgendwann beschlossen, auf gewisse steuerliche Einnahmen zu verzichten, um ihn so günstiger zu machen. Und so sollte es auch beim Ladestrom passieren. Wenn ich den Ladestrom günstiger mache, das heißt, ich verzichte auf Mehrwertsteuer, auf EEG-Umlage etc. pp., dann hat der Ladesäulenbetreiber oder der Mobility Service Provider, das heißt also der euch die Rechnung schickt, die haben immer noch die Möglichkeit, das wirtschaftlich abzubilden, weil sie natürlich immer noch weiterhin ihre Marge normal draufschlagen können. Aber ich habe natürlich den Umstand, dass so ein Fahrzeug auf 100 Kilometer viel, viel günstiger bewegt werden kann als ein vergleichbarer Verbrenner. Das führt am Ende dazu, dass natürlich eine viel flächendeckendere Verbreitung stattfindet, ähnlich wie auch beim Diesel. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Kaufprämie und dem Verzicht auf steuerliche Einnahmen beim Ladestrom? Das ist relativ kurz und knapp erklärt. Die Kaufprämie, die der Staat dem Endverbraucher geben muss, um den höheren Einkaufspreis wieder auszugleichen, das Geld muss der Staat ja erstmal eingenommen haben. Das bedeutet, das finanzieren wir alle. Wir alle als Bürger finanzieren diese Kaufprämie durch unsere steuerlichen Abgaben. Jeder, egal ob Elektromobilist oder Verbrennerfahrer, jeder finanziert diesen Topf mit, um daraus dann die Kaufprämie bezahlen zu können. Das heißt also, für jemanden, der einen Verbrenner fährt, ist es ein Minusgeschäft. Für jemanden, der ein E-Mobil fährt, ist es im besten Fall linke Tasche, rechte Tasche. Wenn ich jetzt allerdings Ladestrom habe, wo ich auf gewisse steuerliche Einnahmen verzichte, dann ist das ja eine Einnahme, die ich ja aktuell noch nicht habe. Denn aktuell gibt es ja noch nicht so viele Elektroautos. Und ich möchte damit ja die Leute animieren, mehr elektrisch zu fahren.
Das bedeutet also, wenn ich hier sage, ich verzichte auf eine gewisse steuerliche Einnahme, die hatte ich ja vorher noch gar nicht oder im geringen Maße, dann kann ich sagen, Entschuldigung, und dadurch sich die Elektromobilität viel flächendeckender verbreitet, dann ist diese Zusatzeinnahme, die ich hier habe, die verschiebe ich einfach nur an einen späteren Ort und sage beispielsweise bis 2025, 2030, was auch immer, ab da werden erst diese Kosten fällig. Aber bis dahin habe ich einfach nur auf eine Zusatzeinnahme verzichtet. Das bedeutet, ich habe kein extra Geld aufwenden müssen, um etwas zu fördern. Und das ist der große und entscheidende Vorteil. So könnten wir die Elektromobilität flächendeckend rausbringen, denn jeder Bürger würde ganz klar sehen, dass er trotz des höheren Kaufpreises eines Elektrofahrzeuges die Kosten auf 100 Kilometer weitaus günstiger sind, dazu noch die günstigeren Wartungskosten. Gleichzeitig würde der Preisdruck am Neuwagenmarkt viel stärker agieren. Das bedeutet, da würden die Preise auch eher fallen als mit einer Kaufprämie. Und am Ende wäre es eine Win-Win-Situation, weil niemand extra Geld in die Hand nehmen musste, um dies zu realisieren. Das soll nur mein Denkanstoß gewesen sein. Und ich bitte auch jeden Pfennigfuchser, falls ich hier irgendein Wort verdreht habe oder so etwas, es mir nachzusehen, denn ich bin auch nur ein Mensch. Lasst uns gerne darüber diskutieren, lasst uns gerne darüber sprechen. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt, was ihr von dem Vorschlag haltet. Und wenn ihr am kommenden Sonntag, den 10.11. um 19 Uhr auf unserem Kanal einschaltet, da findet der zweite Community Cast statt. Da werden wir auch einen Gast haben, wo wir gerne nochmal über dieses Thema diskutieren und gerne mit euch live darüber sprechen. Ja. In diesem Sinne, ich bin Steve von der Interessengemeinschaft. Ich sage ciao und bis bald.